Ja, mein Name ist Martin Kilger. Wir befinden uns in Hamburg im Garten des schönen Streamline-Tonstudios, in dem ich mein viertes Album aufnehme. Für die anderen noch so quer zu liegen scheint. Im Moment gibt es eine Single, die heißt Tag und Nacht, und die ist so ein Vorab-Ding zu dem Album und die so ein bisschen den neuen Stil, den wir hier erarbeiten, ankündigt. Auf dem Album wird es von Balladen bis zu rockigen Nummern einfach alles geben. Alles, was uns Spaß macht. Was wäre, wenn du dich trägst? Zur Musik gekommen bin ich als Knirps. Ich habe bei meinem Vater schon am Rockzipfel gehangen auf der Bühne und habe irgendwie Angst vor lauter Musik gehabt, aber das hat sich schnell geändert. In freier Sicht von allen Seiten bist du die fünf der Jahreszeiten. Du bist genug, es tut so gut. In den Songs geht es eigentlich mehr um die Leichtigkeit des Lebens, also wie fühle ich mich, wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht, so die alltäglichen Dinge eigentlich, die das Leben auszeichnen, die man als Mensch oft ausblendet einfach und die Zeit an sich vorbei passieren lässt. Und mir geht es eben darum, so ein bisschen darauf hinzustoßen, dass man doch den Moment mehr schätzen sollte. Es tut gut. Wir gehen auf Tut-Gut-Tour 2012 und werden 10 Konzerte spielen in ganz Deutschland. Die Tour ist was Besonderes, weil wir Songs spielen, die noch nicht rausgekommen sind und Songs spielen, die auf der ersten Platte waren, zweiten Platte, dritten Platte, und das gab es halt so für mich noch nicht, so ein Fundus an Lieblingsliedern. Also wer auf jeden Fall mit dabei sein wird, ist Metaphysics von Sönn Mannheims und Tobias Schwarz-Gewaltig von Barfuß der Sänger, vielleicht auch noch andere Gäste. Da darf man sich überraschen lassen. Classic meets Pop'n'Rock war für mich deshalb ziemlich besonders, weil ich zum ersten Mal mit so einem großen Orchester arbeiten durfte und eben auch die ganzen Sätze arrangieren und so. Das war total besonders. Der Auftritt war irgendwie auch was ganz Tolles. Ich kann schwören, wenn ein Orchester und eine Rockband aufeinandertreffen, ist es total witzig, dass das Orchester eigentlich mit dem Auge spielt, also nach Noten, und die Rockband mit dem Ohr. Und dass das timingmäßig zusammenkommt, das ist echt schwierig. Aber es hat funktioniert, wie man hört. So gut. Es tut gut. So gut, gut. Yeah. Es tut so gut. In Zukunft werde ich natürlich jetzt erstmal ein Jahr lang, also 2012, das Album pushen, Singles rausbringen und gucken, dass es so weit wie möglich nach vorne geht. Und dann weiter Musik machen. Das ist meine Zukunft. I can't hear you. Louder. Give it to me. Especially you. So good. Everybody. Mr. Martin Kilger. All the people at the back. I've taken your job. Es tut dich weh, nimm einen Weg, den du dir suchst, wenn er für die anderen noch so quer zu liegen scheint.
Es tut nicht weh, wenn einer sagt, du liegst hier falsch, wenn du mich fragst. Können wir das selbst entscheiden? Was wär, wenn du nicht schläfst? Wär es gut, wenn du immer weiter gehst? Was wär, wenn du dich trägst? Wär es genug? Wär es genug? Wär es genug? Wenn Tag und Nacht sich um dich streiten, in freier Sicht von allen Seiten, bist du die fünf der Jahreszeiten. Du bist genug, es tut so gut, so gut. Es tut nicht weh, sich zu verzeihen, sich zu befreien und zu begreifen, warum was wirklich wichtig ist. Es tut nicht weh, man selbst zu sein, mit sich zu teilen, sich zu verschenken, wenn es für dich wirklich richtig ist. Was wär, wenn du im Spiegel dein Bild nicht siehst, sondern wer du wirklich bist? Was wär, wenn deine Zeit nicht vergeht, sich nur mit deinem Schritt bewegt? Und wenn Tag und Nacht sich um dich streiten, in freier Sicht von allen Seiten, bist du die fünf der Jahreszeiten. Du bist genug, es tut so gut, so gut, gut, gut. Und jedes Wort hat große Macht, ganz alleine nicht bewegen. Ein kleiner Schritt als große Tat, und ich kann schwören, wir sind am Leben. Und irgendjemand hat gesagt, wir sind geboren, um zu reden, und irgendwann wirst du gefragt. Alle, die bisher dabei waren und alle, die noch dazukommen, ich freue mich auf euch. In 2012 gibt es ein neues Album, eine Tour, vielleicht noch eine Tour. Wir geben auf jeden Fall Gas. Bis dann. Tschüss. Thank you.